Guten Morgen, wir haben Mittwoch und roundabout 12 Uhr und sind hier jetzt unten am Plaza de Castellet am Hafen. Und ihr seht hier also riesengroße Mengen an Steinen, an Dreck und so weiter. Hier geht also der Bereich der Bauarbeiten relativ zügig, aber trotzdem sehr langsam voran. Ihr seht im Hintergrund das Café del Mar und hier vorne ist auch noch El Gaucho. Die haben natürlich alle von dieser Seite aus hier jetzt im Moment auch geschlossen. Die Steine, die ihr hier vorne gerade seht, sind diejenigen, die unten im Bereich Meer und der Küste verbaut werden, um dort eine entsprechende Absicherung zu kriegen, wenn denn Stürme kommen. Aber man hat festgestellt, dass es hier in dem Bereich, viele kennen das noch, wo diese Holzbretter gewesen sind, dass es da zu Unterspülungen gekommen ist. Das wird jetzt hier geklärt. Das kann ein bisschen dauern. Wir haben keine Ahnung, was und wie viel und wie groß der Aufwand da gewesen ist oder sein wird. Aber hier muss beigearbeitet werden. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen andere Perspektive kriegen. Ihr seht, da liegt Moniereisen, da sind verschiedene Eisengitter, die jetzt mit eingebaut werden. Wir machen hier an dieser Seite mal Stopp und versuchen mal hinten in dem Bereich bei Noas bzw. Hinten auch von dem Euphoria euch noch was einzufallen. So, wir sind jetzt hier in dem Bereich von Noas, Pasta Pasta, Café Tres. Und ihr seht, hier steht der Bagger, der am Arbeiten ist, ein bisschen weiter durch, hinten nochmal ein Frontlader. Hier wird also der Mauerbereich der Abgrenzung zum Meer hin auch in irgendeiner Form neu gemacht. Palmen, die mallorquinischen Palmen müssen erhalten bleiben, werden erhalten. Ja, und wie gesagt, ihr seht hier so ein bisschen was, wie der Baufortschritt im Moment ist. Zeigen das gleich auch nochmal von einer anderen Perspektive. Also es passiert schon was, können euch aber auch natürlich noch nicht sagen, wie es denn hier von den zeitlichen Abläufen her weitergeht. Also wir sind dran, wir berichten für euch natürlich hier, ja ich sag jetzt mal so Wochen oder 14 Tage aktuell und schauen mal, wie wir euch diese Dinge denn hier so ein bisschen weiterreichen können. Hier kommen wir jetzt gerade in dem Bereich von Noas dran vorbei. Innen drin ist geöffnet, Möglichkeit von hinten aus dran zu kommen ans Lokal. Aber wie gesagt, wann es hier zu einem Bauende kommen wird, keine Ahnung. So, ich denke mal, der letzte Blick hinten noch in Richtung auf die Bauhandwerker-Container. Ihr seht, dass da jede Menge Baumaterial, Absperrmaterial liegt. Müsste eigentlich ausreichen, um euch so ein bisschen Einblick zu geben, wie es hier im Moment aussieht. Das, was ihr hinten auf der rechten Seite noch sehen könnt, da wo die Maschine steht, die Bauhandwerker sind da unten dran und machen da die neuen Fundamente für die Mauer, die jetzt hier passend dann auch angesetzt wird. Ja, damit erstmal von hier aus Schluss. So, auch das gehört natürlich hier zum Baustellenbereich noch mit dazu. Ihr seht hier hinten den Hafen. Dort hinten steht auch irgendwas an Kran schon. Was aber da jetzt passiert, wissen wir nicht. Ja, und natürlich der Blick von der Hafenausfahrt. Ein traumhaft schönes Wetter, ein ganz klein bisschen Wind haben wir. Und hier sind wir in dem Bereich von dem Plaza de Castellet. Da, wo früher dann auch diese Holzbretter waren, wo man von da aus dann an der Reling stehen konnte und konnte so ein bisschen hier aufs Meer mit drauf schauen. Das ist alles weggenommen jetzt und das ist der andere Blick, den wir euch hier zeigen. Das ist alles auch marode gewesen. Das ist hier schon teilweise entfernt worden und ihr seht jetzt hier auch diesen riesengroßen Dreckhaufen mal von der anderen Seite mit Dreck und Steinen. Es wird also hier, so heißt es, mit einer Unterspülung gerechnet. Das heißt, das muss verfüllt werden. Wie schnell das jetzt geht, keine Ahnung. Also wie gesagt, die Bauhandwerker sind hier dran. Hier passiert auch jeden Tag etwas. Aber uns fehlt natürlich auch dafür die Erfahrung genau, um zu sagen, ist das jetzt ein großer oder ein kleiner Baufortschritt. Letztendlich, es wird gearbeitet, es tut sich was. Man gibt sich hier sehr viel Mühe, das auch in den Griff zu kriegen. Die Absperrzäune sind teilweise schon wieder versetzt worden.
Und wenn der Schwenk jetzt noch einmal rund geht, Monika, in die andere Richtung, dann seht ihr hier in dem Bereich Luna und Balus und etwas weiter durch. Hier ist der Bauzaun noch da, hier sind die meisten Sachen schon abgeräumt. Da liegen noch die Absperrschläuche für das Wasser mit dabei. Aber hier ist davon auszugehen, dass in den nächsten Tagen das hier alles wieder entsprechend frei sein wird. So, damit sagen Monika und ich euch einen schönen Gruß von Cala Ratjada. Das war der Baustellenbereich hier vom Plaza de Castellet und einem Teilbereich von dem Paseo. Bis dahin, tschüss zusammen.